Prinzip ist dasselbe wie bei diesem einen schlechten Witz. Du kennst es ja vielleicht. Was steht auf dem Grabstein, wenn eine Jungfrau stirbt? Nee, kenn ich nicht. Ungeöffnet zurück. Und ich will ja nicht, dass auf meinem Grabstein einfach draufsteht, ja, hier, seine Familie trauert oder irgendwas. Ich will einfach, mit Grabstein hat das jetzt gar nichts zu tun. Ich will einfach, dass die Leute nach wie vor an mich denken, dass ich irgendwas geschaffen habe, was halt Einfluss genommen hat auf ein größeres Umfeld als nur meine Freunde und Familie. Ich weiß auch nicht, das ist so ein Geltungsdrang, nur überhaupt nicht in Bezug auf Skaten oder so, sondern in Bezug auf mein Leben. Jemand, der Schauspieler ist, der verewigt sich in seinen Filmen. Diese Filme werden unsterblich und werden auch noch in Jahren gesehen. Genau. Oh, fuck! Cool. Ja. Genauso will ich es auch. Oh nein! Wie ging das denn jetzt? Oh nein! Wie ging das denn jetzt? Scheiße! Ich habe meinem Fuß die Scheibe eingedrückt. Winter is gone and I feel fine. Let's leave the shadows and celebrate the light. Come flower bloom and leave the prison cell. Dann sind wir in Köln angekommen. Und in Köln geht man als Skateboarder erstmal direkt zur Domplatte. Die Skateboarder bewegen sich in dieser Masse von Menschen und es ist einfach locker. Aber eigentlich sind wir hingefahren, weil wir mit Willow fahren wollten. Jeder Skateboarder kennt Willow. Und wer ihn nicht kennt, Willow ist einer der erfolgreichsten deutschen Skateboarder. So erfolgreich, dass er sogar davon leben kann. Auf jeden Fall haben wir Willow dann einfach angerufen und gefragt, Willow, willst du mit uns skaten gehen? Und Willow so, ah ja klar Jungs, komm vorbei. Normalerweise stürzt sich Willow riesige Treppen herunter. Aber wir wollten ihn nicht stressen. Wir wollten einfach mit ihm skaten und Spaß haben. Ja, Maria. Also, für Leute, die nicht skaten, erkläre ich euch erstmal, wie das alles funktioniert. Ne? Das Skateboard hat ein Grip-Tape, das nennt sich Sandpapier übersetzt. Wa? Und Schuhe brauchst du dafür. Und als allererstes lernst du einen Olli. Olli, das ist Basic Nummer 1, weißt du? Wie funktioniert denn das? Ha? Wie funktioniert das? Wie das funktioniert? Also, Olli ist einfach zu erklären, schwer nachzumachen. Man baut, Olli ist so diese Stufe, die musst du überwinden, um weiterzukommen, weißt du, im Skaten. Wenn du das geschafft hast, machst du auf jeden Fall weiter. Aber das erstmal schaffen ist hart. Brauchst du auf jeden Fall vielleicht 5 Tage oder so, um das wirklich gut kontrolliert zu machen. 5 Tage bist du für mich? Ja, war bei mir ich so. Ich hab 2 Monate gebraucht. Echt? Ja. Mann, du untalentiertes Stück. Hast ja, ja. Also erklär ich euch das mal, ne? Tail. Nose. Olli. Stellst du dich aufs Tail mit dem hinteren Fuß und drückst den hinteren Fuß so doll wie möglich nach unten, damit es das Geräusch macht. Und dann ist die Technik einfach, eigentlich einfach nachziehen, damit das Board quasi nach da, nach oben kommt. So. Ziehst es einfach nach. Also, so, so und dann machst du das in einer Kombo, so, weißt du? Du musst das in einer Kombo machen, okay. Ich mach mal einen Olli jetzt, ne? Okay, Skate im Sitz. Das berühmte Game of Skate. Einer macht einen Trick vor, der andere nach. Schafft er diesen nicht, bekommt er einen Buchstaben. Hat ein Spieler die 5 Buchstaben S, K, A, T und E, verliert er. Das kann ich's! Das Ganze im Sitzen zu spielen, ist für mich die perfekte Möglichkeit, wieder zurück zum Skaten zu finden. Oh! Hell, never! Never! Ey Junge, das ist mein Trick. Ja und? Du hast gebellt. Ich hab die Kamera dabei. Oh! Guck ey, die Kamera dabei, es geht nicht. Fuck Camera. Ah, fuck Camera, Junge. Wenn der Bauer nicht schwimmen kann, liegt es an der Badehose. Du machst ja meine Tricks gar nicht. Ey, ich nehme auch nichts, aber ich will's. Ja!
Jawohl, ja. Scheiße ist das. Ganz so einfach. Ich kann keine Haarflüsse mehr so hier. Okay. Okay. Also ich finde das hier eine ganz sympathische Truppe. Das sind ganz nette Jungs, immer fröhlich und sportlich. Das finde ich gut. Ihr müsst natürlich auch ein bisschen Rücksicht auf die Touristen, ja, dass er die nicht umfällt. Aber wenn ich das beobachte, macht er das ja auch. Sie freuen sich, klar. Ihr seid sehr freundlich. Also alle achten. Also ich kann mehr nicht dazu sagen und wünsche euch noch viel Spaß hier auf der Platte. Ja, cool, danke. Jetzt machen wir so. Das ist der Skatergruß. Ja, Faust an Faust. So. Genau. So. Ja, cool. Okay. Sie sind jemand, Sie sind noch jung geblieben. Sie verstehen noch, was ankommt. Komm nochmal hier. Cool. Ja. Und bei mir nochmal. Ich bin jung geblieben. Alles klar. Ja, auch. Dankeschön. Ich wünsche, ich wäre nochmal so irgendwie hier. Ja. Alles klar. Schönen Abend. Macht's gut. Warum kann man nicht skaten, wenn es regnet? Weil der Boden nass ist, ist zu gefährlich. Sonst rutscht man aufs Kinn und kriegt eine Platzwunde. Oh!